Willkommen bei Souveräne Quarantäne. Mein Name ist Markus Nussbaum und heute bin ich bei Cosmidis Feinkost- und Fischmarkt in der Morsestraße in Frankfurt am Main-Rödelheim. Es ist eine ganz besondere Lokalität, die man hier finden kann, die außergewöhnliche Spezialitäten haben. Ganz an erster Stelle der frische Fischabteilung, die ihresgleichen sucht. Dann aber auch frische, hausgemachte Nudeln. Es gibt Käse, es gibt Schinken, Nudeln, Reis. Außergewöhnliche Spezialitäten aus dem mediterranen Raum. Und natürlich eine unglaublich tolle Weinauswahl, die hauptsächlich italienische Provenienzen betrifft, aber auch beispielsweise Spezialitäten aus Griechenland und Großformate und Schaumweine, alles was das Herz begehrt. Ich habe mir natürlich auch hier wieder einen Wein aus dem Regal ausgesucht. Und zwar eine Spezialität aus dem traditionsreichen Weingut Leone de Castris in Apulien, dem Absatz des italienischen Stiefels. Und dort findet man eben diese unglaubliche Anzahl an autochthonen, also ursprünglichen Rebsorten, die in Italien, vor allem im Süden Italiens, so mannigfaltig anzutreffen sind. Und jetzt hier habe ich ein Suso Maniello. Und das ist eine dieser Rebsorten, die jetzt gerade in Apulien entdeckt wurde. Also gibt es natürlich schon seit Jahrhunderten, aber jetzt ist es wieder für den Weinfreund und den Weinkenner und den Schatzsucher verborgener Spezialitäten von besonderem Interesse, diese Rebsorte. Sie hat eine Kraft und einen Ausdruck, sie ist saftig und fruchtig, hat aber nicht dieses Breite, wie es beispielsweise der sehr häufig angebotene Kollege aus Apulien, der Primitivo, hat, sondern er hat eine besondere Eleganz und besticht durch einen außergewöhnlichen Duft nach frischen Waldbeeren, nach Weichselkirschen und einem kräutrigen Ton, der an Rosmarin erinnert und ein bisschen an Myrte. Und diese Spezialität bekommt man auch hier und man findet auch natürlich sofort etwas Passendes, was man dort zum Essen oder zum Kochen finden kann. Oftmals wird man von dem sehr, sehr freundlichen Personal auch gleich noch mit dem passenden Rezept dazu ausgestattet. Außergewöhnlich gut finde ich persönlich auch das Fleischsortiment. Da bekommt man solche Pastorenstücke oder das Bavette aus Frankreich, natürlich den Tomahawksteak oder auch ein Flanksteak, die Roastbeef oder Entrecote. Also diese Auswahl der sehr, sehr guten Fleischsorten ist hier hervorragend. Auch beispielsweise Kaninchen wäre zu diesem Weingut zu trinken und diese Fleischsorten auf dem Grill oder geschmort, ein paar Ochsenbäckchen zum Beispiel. Und wer sich gerne vegetarisch ernährt, der wird hier auch fündig mit Kichererbsen beispielsweise, mit Couscous und frischem Gemüse, das man dazu bereiten kann, verschiedene Chili-Sorten. Und es wird sich sicherlich etwas zaubern lassen, was mit einem solchen außergewöhnlichen Wein zusammen kombiniert werden kann. Merken Sie sich die Adresse, es ist ein wirklich toller Tipp hier in Frankfurt am Main. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es heißt Souveräne Quarantäne. Und vergessen Sie nicht, support your locals.